Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die im Grundgesetz in Artikel 5 beschworene Meinungsfreiheit muss eine Meinungsäußerungsfreiheit sein. Wird diese Äußerungsfreiheit beschnitten, ganz gleich ob im Netz, in den gedruckten Medien oder anderswo im öffentlichen Raum, so tendiert die Meinungsfreiheit zur bloßen Gedankenfreiheit. Und unsere Demokratie würde nachträglich nachhaltigen Schaden nehmen. Dann wären wir gewissermaßen wieder mittendrin in jenen Zeiten von absoluter Herrschaft und politischer Restauration, von denen das 1780 erstmals dokumentierte und dann im Vormärz vor der 1848er Revolution zur Blüte gelangte Lied »Die Gedanken sind frei« entstanden ist. In einer Strophe heißt es dort: »Die Gedanken sind frei, ich denke, was ich will und was mich beglücket. Doch alles in der Still und wie es sich schicket. Doch wer definiert, was sich schicket und was nicht? Selbst in der anonymen digitalen Welt der sozialen Netzwerke besonders stark vertretene hässliche Sprache kann es keinesfalls rechtfertigen, der Zensur Tür und Tor zu öffnen. Im Zweifelsfall müssen moralische, gute Gefühle und die Absicht, die Öffentlichkeit vor Hasssprache zu schützen, zurückstehen hinter dem elementaren Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit. Jedenfalls so lange, bis die ebenfalls im Artikel 5 des Grundgesetzes gezogene rote Linie der allgemeinen Gesetze, der Bestimmungen des Jugendschutzes sowie des Rechts der persönlichen Ehre eindeutig, und das betone ich, eindeutig überschritten ist. Letztlich straft ein demokratischer Staat im Unterschied zu totalitären Systemen immer nur die geltenden Gesetze verletzende Tat oder die konkrete Absicht dazu, niemals jedoch die Gesinnung. Die Verteidigung dieses Maßstabs gegen die nicht selten von parteiischen Hintergedanken getriebenen Moralisierer und Hypermoralisierer ist eine Schicksalsfrage. Brechen die gesetzlichen Barrieren zum Schutz von Meinungsäußerungsfreiheit und Informationsfreiheit vor dem in der Demokratie ausdrücklich verbotenen Mittel der vorbeugenden Informationskontrolle durch Zensur, so wären wir auf dem Weg in den totalitären Staat. Eine kritische Meinungsbildung wäre nicht mehr möglich, wir wären unfrei. Wir müssen gesetzlich erlaubte Äußerungen im Netz aushalten, auch wenn wir sie in Form und Inhalt als abstoßend empfinden. Neben der Forderung nach größerer Gelassenheit sollten wir uns aber auch der Erkenntnis öffnen, dass die gerade im Internet erkennbare Gegenöffentlichkeit einen symptomatischen Charakter hat. Sie deutet mit ihrer leider allzu oft überschießenden Tonlage auf eine starke Missstimmung in der Bevölkerung gegenüber dem Wirken der Altparteien hin. Sie ist ein Symptom von Ablehnung, ja manchmal von Hass, bedauerlicherweise, zugleich aber auch ein Indiz für weit verbreitete Gefühle der Hilflosigkeit und der Ohnmacht. All diese Äußerungen von Unmut und heftiger Ablehnung sollte die Politik jedenfalls sehr ernst nehmen, wie sie nicht am Volk oder jedenfalls an Teilen des Volkes vorbeiregieren. Wenn wir uns deshalb ganz entschieden gegen außerufernde politische Korrektheit und moralische Selbsterhöhungen zu Lasten der Meinungsäußerungsfreiheit. Die freie Rede in Wort und Text, die Freedom of Speech, wie sie gerade die alten Demokratien der angelsächsischen Länder immer wieder betont haben und noch immer betonen, ist ein zentrales Gut der Demokratie. Auch und gerade in Zeiten einer hochemotionalisierten Öffentlichkeit und zahlloser postfaktischer Verlautbarung. Diese kommen bezeichnenderweise übrigens sehr oft gerade aus jenen ideologischen Ecken, aus denen der hocherhobene moralische Zeigefinger woanders hindeutet. Mir fällt es, und damit möchte ich schließen, sehr schwer, die ständigen durch keinerlei Programmkenntnis bzw. seriöse Quellenarbeit gedeckte Polemik gegen meine Partei zu ertragen. Gleiches gilt für die gehäuften Geschmacklosigkeiten oder so manche tendenziell totalitäre öffentliche Verlautbarung aus dem gesellschaftlich-medialen Establishment. Etwa jener Äußerung des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar gegenüber der Welt Online vom 27. Januar dieses Jahres. Und ich zitiere: Europa muss bei den Massenmedien eine gewisse Souveränität behalten. Es gibt da Staaten, die da schon weiter sind. Auch wenn das manchen verblüffen dürfte, will ich hier ausdrücklich China nennen. China behält eine gewisse Kontrolle auch darüber, welche Nachrichten ihr Land penetrieren.
Das brauchen wir auch hier, um sicherzustellen, dass nicht das Betriebssystem unseres Landes gestört wird. Und Medien sind ein zentraler Teil des Betriebssystems von Staaten. Wenn wir von immer mehr Fake News überschwemmt werden und keinerlei Möglichkeit haben, Dinge zu sanktionieren, wird das für unsere Demokratie gefährlich. Zitat Ende. Aber ich ertrage solch ein eigenartiges Demokratieverständnis natürlich und hake es ab als Gegenstück mancher etablierter Zeitgenossen, zudem in der Netzöffentlichkeit, ich komme zum Schluss, leider allzu oft und allzu pauschal vorgetragenen Lügenpresseverdacht. Um der Freiheit willen und Erkenntnis der bitteren Notwendigkeit einer vielfältigen Diskussionslandschaft sollten wir alle manches ertragen und hinnehmen und mehr Gelassenheit gegenüber auch dem politischen Gegner und anderen Meinungen walten lassen. Vielen Dank.